Moin Moin und ein herzliches Willkommen zum Poké Tuesday. Ja, im letzten Part haben wir hier die Samen eingepflanzt von Coronsponsa. Ich krieg diesen Namen immer noch nicht hin. Und ja, dann haben wir eine Phantomkarotte rausgezogen und müssen jetzt schnell von Phantomross hinterher eilen, weil das jetzt auf dem Weg zur Freestyle ist. Bevor es da irgendwie Verwüstung oder so gibt. Ich speichere vorher mal ab, nicht, dass ich das fange oder so. Und fangen muss. Hallo Phantomross. Warte. Erinnert mich irgendwie an das Pokémon aus der siebten Gen, dieses Pogalaponita irgendwie so, glaube ich. Nein, das ist meine Phantomkarotte. Feuerwirbel. Beute. Überball. Auf geht's. Okay, ich muss es anscheinend direkt besiegen. Das ist klar. Inferno. Dings abgebrannt sind, aber gut. Nein, bleib hier! Ist alles in Ordnung? Ja, mir geht es gut, aber es kommt mir so vor, als hätte mich gerade jemand beschützt. Was haben wir denn da Schönes? Werter Gast, wie können wir dir jemals danken für die Rettung? Was macht ein so ungestümtes Pokémon nur in den Schneelanden? Man könnte fast meinen, es sei dieses Pokémon aus dem Märchen, das Teueros, des Königs. Aber ach, was rede ich denn da? Nanu, was ist denn das? Doch nicht etwa dunkles Rosshaar? Im Märchen passiert etwas Besonderes, wenn man eine leuchtende Blume, die den König selbst hat erblühen lassen, in solches Haar einflechtet. Angeblich kann man so die Zügel des Bundes herstellen, die den König und das Treueross miteinander verbinden. Meine eigenen Vorfahren praktizierten die Kunst der Zügelherstellung, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben wurde. Nun ja, ich für meinen Teil habe so eine Blume noch nie gesehen, aber die Fertigungsmethode ist mit der Zeit in Vergessenheit geraten. So, jetzt haben wir aber lange genug über Ammenmärchen gefaselt. Ich sollte mich wohl besser Gedanken darüber machen, wie wir dieses Pokémon in Zukunft von unserem Dorf fernhalten können. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe eben. Kein Problem, Bro.
Irgendwie ist das sein Zuhause dort. Ne? Jedes Mal treffen wir uns dort. Vielen Dank, dass du das Dorf beschützt hast, Menschenskind. Dabei wäre es meine Pflicht gewesen, mein treues Ross zu zügeln. Doch in meinem aktuellen Zustand konnte ich nicht viel mehr tun, als es zu verwirren und zum Aufbruch zu bewegen. Wenn ich nur die Zügel des Bundes hätte, wäre es ein leichtes, es zu zähmen. Wir können sie herstellen. Wie? Du willst die Zügel des Bundes für mich herstellen? Aus dem Haar meines treuen Rosses und einer leuchtenden Blume, die ich erblühen lassen soll? Eine Blume. Aber natürlich. Ich nahm an, die Menschen hätten aufgehört, mir die Zügel des Bundes dazu bringen, weil ihr Glaube an mich erloschen sei. Dabei fehlte ihnen in Wahrheit lediglich das nötige Material, da dieses nicht mehr wachsen lassen konnte. Oh, wie lange bin ich diesen Irrtum nun aufgegessen? Viele Jahrhunderte ist es schon her, seit ich zuletzt eine leuchtende Blume erblühen ließ. Denn die Kraft, die mir verblieben war, reichte nicht aus, um dieses zu bewerkstelligen. Doch nun spüre ich, dass mich ein kleiner Teil meiner alten Kraft wieder durchströmt. Wohlan, wagen wir nach schier endloser langer Zeit den Versuch, eine leuchtende Blume erblühen zu lassen. Das ist für dich, Menschenskind. Wie erwartet ist es sehr mühselig, auch nur eine einzige Blume erblühen zu lassen. Ich weiß nicht, ob es ausreicht, doch bitte nimm dieses Kronblatt an dich und versuche damit, die Zügel des Bundes anzufertigen. Die Nachkommen jener Familie, die einst die Zügel herstellen, sollten noch im Dorf leben. Ich setze meine ganze Hoffnung in dich. Jo, irgendwo müssen wir jetzt hier im Dorf. Aus Armetanel. Wo bist du denn, Bro? Nein, danke schön, Bro. Brauche ich nicht. Ich habe gesehen, wie du mit allen Leuten hier im Dorf gesprochen hast. Bist wohl ein geselliger Junge, was? Vielen Dank, dass du unser Dorf vor diesen Wildlingen beschützt hast. Jemand wie dir würde ich Fluffy sofort anvertrauen. Na, was hältst du von mir, dir? Gerne. Oh, wirklich, vielen Dank. Hast du gehört, Fluffy? Wie wunderbar. Hallo, was mal? Wo einfach geht das? Einmal zum PC bitte. Jawohl. Gehst du gerne mit Puppe? Ja, ja, ja. Das ist vielleicht besser, wenn sie unterwegs ist. Ja, ja. Ja, ja, werde ich auf jeden Fall machen. Was ist mit dir, Bro? Die Zügel des Bundes sollen nicht die Familie des Bürgermeisters für Generationen hergestellt haben, seit Generationen hergestellt haben? Was für ein Bügel? Ach, Zügel des Bundes? Nee, noch nie gehört. Wenn du etwas Recherche betreiben willst, kannst du ja mal die Bücher im Haus des Bürgermeisters ansehen. Ja, okay, ist klar. Das stellt anscheinend wirklich der Bürgermeister her, aber hat er gesagt, dass er das nicht kann? Oder? Oh, na, wenn das nicht unser Retter des Dorfes ist. Bist du wegen den Büchern hier? Dieses Mal nicht. Wie bitte, du willst, dass ich Zügel des Bundes für dich herstelle? Jetzt bringst du mich aber in Verlegenheit. Zu Zeiten meines Urgroßvaters wäre das noch möglich gewesen, aber heutzutage gibt es niemanden mehr, der sich an die traditionelle Herstellungsweise erinnert. Außerdem braucht man dafür eine bestimmte Blume und ich bezweifle, dass du sie hast. Doch, ich hab sie. Ich glaube, mich laust ein Chimpep. Hast du da wirklich das Kronblatt einer leuchtenden Blume? Bedeutet das dann, dass es den König der reichen Ernten
ebenfalls wirklich. Nein, nein, das kann nicht sein. Meine Vorfahren haben die Zügel des Bundes hergestellt, indem sie sich an die Anleitung aus alten Märchen hielten. Dazu brauchten sie eine bestimmte Blume und ein Haar eines bestimmten Pokémons. Aber ich befürchte, an die Details dieser alten Tradition kann ich mich nicht mehr erinnern. Jedoch muss ich mich natürlich für deine Hilfe erkenntlich zeigen. Wenn du mir die Materialien gibst, werde ich mein Bestes versuchen. Ich weiß nicht, ob ich es so gut hinbekomme wie mein Urgroßvater, aber jetzt ist es an der Zeit, eine alte Tradition meines Dorfes wieder zu beleben. Okay? Das war ein absoluter Reinfall. Ich halte mich selbst für einigermaßen geschickt, aber für diese Zügel braucht es jemanden, der über mehr Fingerfertigkeiten verfügt als ich. Bitte sehe mich nicht so niedergeschlagen an. Es tut mir wirklich leid. Hey, Herr Bürgermeister! Es gibt einen Notfall in meiner Hütte. Hat sich heißes Wasser aus der Dusche verabschiedet. Oh je, das tut mir leid. Ich schaue mir es so bald wie möglich an. Ach, da bist du ja hier, Expeditionsleiter. Oh, ist da irgendwas passiert? Diese miese Stimmung hier ist ziemlich... Hier zieht mich ja gleich mit runter. Die Sache ist die... Ah, das ist alles? Ihr braucht also nur einen Strick? Ja. Yeah. Gib mir mal die Materialien. Okay, jetzt habe ich hier ein Kronblatt und rotes Haar. Was genau stelle ich mit dem Kram an? Ich bin mal so frei. Das Blütenblatt wird eingeflecht. In Haar der Mähne, so ist's recht. Oh Alter, musst du mir die Methode echt quäkend verklickern? Naja, mir soll's recht sein. Also dann ran ans Werk. Als ob der Typ das hinbekommt. Und fertig, ist das so okay? Ja, ist klar. Unglaublich. Entgegen meiner Erwartungen sind sie wirklich ausgesprochen talentiert. Was sie da an den Händen halten, sieht exakt so aus wie die Zügel des Bundes aus den alten Überlieferungen meiner Familie. Dank meiner ausmüpfigen Tochter bin ich ein Experte darin, kaputte Dinge zu flicken. Das Entdeckerset, das ich dir neulich in die Hand gedrückt habe, ist übrigens ebenfalls Eigenmarke Peony. Wie dem auch sei. Jetzt hast du die Zügel des Bundes, die du wolltest. Ich freue mich für dich. Alles klar. Weißt du was? Ich habe mich neulich doch tatsächlich schon wieder dabei erwischt, wie ich draußen im Stehen eingeschlafen bin. Weil ich völlig durchgefroren war, wollte ich in der Basis erstmal schön warm duschen. Aber es kam nur kaltes Wasser raus. Vor lauter Schreck bin ich dann nach draußen gesprungen und war Splitterfaser. Menschenskind, war die Herstellung der Zügel des Bundes von Erfolg gekrönt? Und ob? Huch, welche wundervollen Neuigkeiten. Auch ich habe frohe Kunde zu überbringen. Mir ist es endlich gelungen, den Aufenthaltsort meines treuen Ross in Erfahrung zu bringen. Phantomross hat den Kronentempel zu seiner Heimatstätte auserkoren. An jenem Ort haben wir damals viel Zeit zusammen verbracht. Bisher zog ich es vor, diese Stätte zu meiden. So sehr fürchtete ich, von nostalgischen Gedanken an frohe Tage übermannt zu werden. Doch weshalb hat sich mein treues Ross ausgerechnet dorthin zurückgezogen? Etwa um in Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit zu schwelgen? Nein, ausgeschlossen. Der Kronentempel thront auf dem Gipfel des nördlich von hier gelegenen Berges. Ich bitte dich, den Kronentempel aufzusuchen und die Zügel des Bundes mitzubringen. Wohlan, ich breche sogleich auf. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Ich verlasse mich auf dich, Menschenskind. Ja, in den Peony einfach mit. Alles klar, behalte ihn ruhig. So, Karte. So. Wir speichern nochmal vorher ab.
Ich habe dich schon sehnsüchtig erwartet, Menschenskind. Der Kronentempel diente mir als mein Zuhause. Phantomros hat sich wohl just hier niedergelassen, um mich für meine verlorenen Kräfte zu verhöhnen. Ob die Zügel des Bundes... Oh, die Zügel des Bundes, du hast sie mir wahrhaftig gebracht. Ich danke dir vom Herzen. Ach, dieses Gefühl, sie in den Händen zu halten, die Farbe und dieser edle Glanz. Die Erinnerungen sind so frisch wie am ersten Tag. Phantomros ist ein sehr stolzes Pokémon. Manche würden es vielleicht sogar arrogant nennen. Es wird mich erst dann wieder als sein Herrn akzeptieren, wenn ich den Beweis erbringe, dass meine Kraft die seine übersteigt. Ich werde die Zügel des Bundes dazu nutzen, ihm meine Kraft direkt zu übermitteln. Dann, so hoffe ich, wird es sich mir endlich wieder gewogen zeigen. Wohlan, Menschenskind, es ist an der Zeit, mein treues Ross herzulocken. Lege hierzu die Phantomkarotte in den Korb, der sich in seiner Schlafstätte befindet. Das kriegen wir hin. Ich habe mich schon sowieso gefragt, was das für ein Ding ist. Es ist soweit, Menschenskind. Allerdings hast du mein treues Ross bereits einmal im Kampf bezwungen. Es nähert sich niemanden freiwillig, den es für eine Bedrohung hält. Deshalb müssen wir uns verstecken und ausharren, bis es zurückkehrt. Würde es uns nicht theoretisch riechen? Ich habe mal gehört bei Rentieren, dass man auch zum Teil darauf achtet, wenn man so auf Rentierjagd geht, dass man immer Gegenwind haben muss, weil wenn man also sozusagen, dass ja doch, dass man Gegenwind haben muss, dass die Tiere einen nicht riechen. Oh, da kommt Phantomros. Hoffen wir, dass er seine alte Kraft zurückerlangt. Aber scheint gut ausgegangen zu sein. Was zum Henker? Mensch, was für eine Riesenrübe! Und es reitet auf etwas! Es kann uns ja jetzt nicht mehr mit uns unterhalten. Oh, der Riesenschädel kann ja sprechen! Was willst du? Huch, echt? Tja, ich verstehe kein Wort, aber wenn du meinst... Moment mal, wer oder was bist du überhaupt? Auch nenn ich schon wie... Menschenskind, dank deiner Hilfe ist mein treues Ross wieder zu mir zurückgekehrt. Endlich habe ich meine alte Stärke zurückgewonnen. Ich war überzeugt davon, dass die Menschen ihren Glauben an mich verloren hatten. Mein treues Ross hatte mich ebenfalls verlassen. Bald schon war ich in den Abgründen trostloser Einsamkeit gefangen. Doch du hast mich gerettet. Worte reichen nicht annähernd aus, um dir das Ausmaß meiner Dankbarkeit zu zeigen. Deshalb würde ich dir gerne einen Vorschlag unterbreiten. Sollte es dir gelingen, mich in meiner jetzigen Verfassung zu fangen, so werde ich deine Stärke anerkennen und dir auf deinem Abenteuer zur Seite stehen. Stelle dich mir, sobald du dich bereit fühlst. Ach, zuvor noch eine Sache. Ich sollte diesen Mann dorthin zurückbringen, wo ich ihn gefunden habe. Schließlich wäre es recht herzlos, ihn hier unter freiem Himmel schutzlos der Kälte auszusetzen. Ja. Speichern wir nochmal schnell ab.
Sind unsere Pokémon alle fit? Nein, Skilabra braucht eine Top-Genesung. Oh, guck mal hier, wir haben sogar noch Supertränke. Hier, moin. Da brauchen wir die erstmal hier. Jawohl. Alles klar, von mir aus kennen wir. Jawohl, auf geht's. So, welches Level bist du denn jetzt überhaupt? So, was wollte ich schauen? Ich wollte bei Bisa-Fans mal kurz schauen. Ich schreibe ihn bestimmt wieder falsch. Zwei verschiedene Pokémon. Okay, Level 80. So, einmal Korusponso. Rappenreiter. Okay. Normal ist er entweder Psychopflanze oder Psychoeis. Normal ist er Psychopflanze. Mit dem Schimmelreiter Psychoeis und mit dem Rappenreiter Psychogeist. Alles klar? Wir gehen erstmal auf den Feuerwirbel. Das kann was werden. Mal lieber einen Konfu-Stahl rein. Ich dachte, jetzt kommt Stein. Oh, wir überleben! Danke dir, Skelabra. Kuss geht raus. Finsterball. Step müsste da sein. Ist bewölkt. Natürlich nicht. Ist ja auch noch im grünen Bereich. Ne? Psychogenese! Ja! Komm vor, nicht was. Flammenblitz. Auf geht's. Dafür können wir jetzt entspannt Bälle werfen. Ich denke mal, es wird nicht einfach. Aber es sind doch zwei Pokémon. Wie passen zwei Pokémon in einen Ball? Ja, es ist overpowered. Ich weiß. Wenn jemand durchhält, dann ist es Libero. Geht's, Finsterball.
haben ihn schon mal zweimal gewackelt. Mein Ziel ist dreimal. Warte. Tanken wir. Agilität kannst du gerne einsetzen, da habe ich nichts dagegen. Gehen wir wieder auf den Überball. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Das Vieh kann sich heilen. Voluna. Bei den Psycho-Attacken könnten wir eventuell, weil wir selber den Psychotyp haben. Oder haben wir Psychotyp? Eigentlich schon. Ich weiß es gar nicht. Man bleibt drin. Nein! Auf geht's. Finsterball, auf geht's. Wieder so ein Herauszögern sein mit Beleber und. Aber so habe ich es auch bei Lavaros geschafft, irgendwie. Ich werde als nächstes Skelabra wiederbeleben, weil eine Attacke hatte doch keine Wirkung. Ich weiß auch nicht welche. In der Hoffnung, dass wir so eine Runde gewinnen. Seit dieses Spiel eigentlich an zwei Tagen. Nicht wahr, es hat keine Psychokinese, es hat Psychoschock. Oh. Moment, Energieball. Oh doch, nee, Psychokinese hier. Doch, Tatsache. Geh mal auf die Top-Beleber. Bei Libero. Er hat ja eine Psychokinese, hat er ja getankt. Das ist so ekelhaft. Nächstes Pokémon. Auf geht's, Libero. Selbst wenn ich Level 100 wäre, das. Huh?
setzt einen Psychoschock oder eine Psychokinese ein. Was ist denn eine Attacke? Könnte das Blizzard-Lanze sein? Das wird wieder so ein ekelhaft langer Kampf. Ich hasse es. Ich setze meine Facecam woanders hin. Ich setze mal in die Mitte, damit ich sehe, was es für Attacken drauf hat. Aber ich sehe das immer nicht. So, Energieball hat es. Hat 10 AP. Psychokinese hat auch nur 10 AP. Alles nur, um am Ende einen Pokéball zu werfen. Genau, setzt deine Agilität ein. Perfekt. Gigasauge ist das. Gigasauge hat auch 10 AP. Fehlt der die Donnerwelle. Aber Hartnäckigkeit zahlt sich hoffentlich hier in dem Fall aus. Ist nicht sehr effektiv, trotzdem. Auf geht's, Akani. Setzt nur Gigas an. Oh, noch ein Crit. Die Frage ist, würde lieber lohnen. Er hat bestimmt auch noch andere Attacken. Also im Petto oder so. Selbst wenn ich lieber nur mit einer Top-Genesung wusste. Das zieht ja schon über die Hälfte ab. Das ist Schwachsinn. Ach, Mano, Mano. Ja, noch einkaufen hier, musst du Futter holen. Das ist ein Giga. So viel kann es von diesen Gigasauger-Dinger nicht mehr haben. Das hat nur. Gigasauger hat nur eine AP von 10. 7 hat er mindestens schon verwendet. Mindestens. Irgendwann mit der Verzweifler einsetzen. Und das ist dann meine Gelegenheit. Wo geht's von los?
Flammenblitz. Was, du hast der doch noch Gigasauger? Wie viele Gigasauger hat dieser? Was ist das Pokémon denn noch? Mein Gott. So schlimm ist es jetzt nicht, aber trotzdem. Hat er ach so, hier doch Agilität, Agilität hat er 30 AP. Auf geht's, Gilafra. Leute, sind die Beleber doch zu was gut. Hätte ich nie gedacht, dass ich die mal richtig brauche. So, lass er eine Psychokinese verausgaben. Und wir können ein bisschen immer auch noch Akani einwechseln, weil dadurch, weil Verzweifler ist ja ein physischer Angriff. Dann senken wir den noch ein bisschen. Nein, das wollte ich nicht. Schönes. Das heißt, Top-Genesung erstmal für Libalor. Damit er nachher wirklich fit ist und auch mehrere Verzweifler aushält. Da kommt er sicher. Aber vorher muss Koranospa muss vorher erstmal die ganzen Agilität-APs loswerden. Leute. Es hat immer noch Gigasauger. Meine Fresse. Wie kann ein Pokémon so viel Gigasauger haben? Das ist. Auch geht's ja gar nicht. Weniger, das ist schön. Leute, Beleber, Beleber, Beleber. Sollten uns die Beleber ausgehen, haben wir glaube ich noch ein paar. Nennt man das Vitalkraut oder so? Dich. Einmal setze ich noch Beleber ein. Sollte er jetzt nochmal Agilität ansetzen, greife ich an. Ja, ich will angreifen. Flammenblitz. Jetzt kommt unsere Chance.
Beutel. Den Timerball schmeiße ich erst, wenn es in den roten Bereich kommt. Weil ich habe irgendwie immer manchmal das Gefühl, dass der erste Timerball immer am wirkungsvollsten ist. Das hat sich ausgezahlt! Oh mein Gott! 40 Minuten! Oh mein. Nee, 20 Minuten haben wir gebraucht. Aber gut! Da ist es! Oh Gott! So, jetzt kann ich meine Phasey auch wieder hier nach links ziehen. Kaiser-Pokémon, Typ Psychogeist! 2,40 Meter, 53,6 Kilogramm schwer, bekämpft zwei Rappenreiter. Mit seiner Kraft, alles von der Vergangenheit bis zur Zukunft zu sehen, soll es die Bewohner eines Waldes vor einem Meteoriten bewahrt haben. Okay. So, erstmal auf die PC-Box. Und jetzt? Menschenskind, nein, lass mich dich bei deinem richtigen Namen nennen. Torti. Ich blicke unserer gemeinsamen Zeit mit Freude entgegen. Hallo, bist du das, Expeditionsleiter? Hier spricht Peony. Ich hatte gerade einen total abgefahrenen Traum. Ich war in so einem seltsamen Tempel und dieses Pokémon mit dem Riesenschädel war auch da. Und dann hat es auch noch angefangen zu sprechen. Du kamst übrigens auch in einem Traum vor. Das wirkte alles so real, echt gruselig. Jedenfalls habe ich mir Sorgen um dich gemacht und dachte, ich ruf mal an. Bei dir ist alles in Ordnung, ja? Du steckst nicht in irgendwelchen Schwierigkeiten oder so? Nein, alles bestens. Puh, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Hab mir wohl umsonst Sorgen gemacht. Haha, hier im Expeditionstrupp geht die Sicherheit der Mitglieder schließlich über alles. Im Sinne, komm ja gut gesund und mit einem Stück wieder zurück, hörst du? Jeder weiß, eine Expedition endet erst dann, wenn man in der Basis chillen kann. Tada! Die neuen Zügel des Bundes verhalfen dem König der reichen Ernte dazu, sich wieder mit seinem treuen Ross zu verbinden und ein neues Vertrauen zu den Menschen zu fassen. Zum Dank dafür, dass ich ihm bei der Rückgewinnung seiner Stärke geholfen habe, will er mich ab jetzt auf meinen Abenteuern begleiten. Jetzt erstatten wir nochmal schnell Bericht. Aber erstmal heilen wir unser Pokémon. Und ich will nochmal schnell was ausprobieren. Warum kann ich meine Pokémon nicht rumlaufen lassen? Muss ich da wieder mit diesem Evoli-Mädchen sprechen? Ich will dann nämlich dieses, Corresponso will ich dann rauslaufen lassen. Mal schauen, ob er irgendwas sagt. Wo ist diese blöde rote Fahne? Da vorne. Und ich werde immer noch mal schnell gucken, was da glitzert. Ein Wunschbrocken. Kommt Skelabra hier rein? Nein. Was sagst du da? Du hast das legendäre Pokémon Koronospa gefangen? Super nice, los, ich will deinen Bericht hören. Der Kopf ist ja gigantisch. Ist das etwa der König der reichen Ernte? Der große Obermacker? Seltsam, irgendwie kommt es mir so vor, als würde ich das Kerlchen nicht zum ersten Mal sehen.
Jedenfalls wirkt es ziemlich eindrucksvoll, wie es so majestätisch auf diesen Pokémon reitet. Und sein gewaltiger Schädel hat in der Tat etwas von einer Krone. Wenn das kein staatlicher König ist, dann weiß ich auch nicht. Diese Expedition kannst du als Erfolg verbuchen. Damit hast du alles zum König der reichen Ernte aus den Legenden Notizbuch 1 berichtet. Nice, dann vermerke ich das mal. Wenn ich mich nicht irre, dürfte das alles sein, was es zu berichten gab, oder? Dann klemm dich jetzt mal mit ähnlich viel Tatdrang hinter die anderen Legenden. Huch, Moment mal, Expeditionsleiter, damit hast du ja alle legendären Expeditionen gemeistert, die ich im Angebot hatte. Na, wenn das mal nichts ist. Dazu fällt mir nur ein Wort, ein super nice. Mit so viel Ehrgeiz und Leidenschaft hatte ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Schließlich handelte es sich bei diesen Expeditionen nur um ein paar Albernheiten, die ich aus Lust und Laune zusammengeschustert hatte. Aber du hast dich trotz allem reingehängt. Aber du bist dabei nicht ernsthaft legendären Pokémon über den Weg gelaufen, oder? Na klar. Nein, warte, du brauchst mir nichts zu sagen. Dein Gesicht spricht Bände, weißt du? Scheint, als hättest du ein echt super nices Abenteuer erlebt. Und diese Erfahrung kann dir keiner nehmen. Das ist quasi dein ganz persönlicher Schatz, darin stimmt. Diesen besonderen Moment will ich dir nicht madig machen, indem ich dir mit neugierigen Fragen auf den Keks gehe. Also Torti, danke nochmal, dass du so viel Spaß auf meinen legendären Expeditionen hattest. Hier ein kleines Dankeschön von mir. Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, etwas vergessen zu haben. Mensch, Dad, dein lautes Organ hört man ja bis nach draußen. Das ist echt peinlich. Mila, mein Goldstück. Nette Hütte, in die du hier abgestiegen bist. Echt nicht schlecht. Hier lässt es sich leben. Und du bist Torti, stimmt? Ist schon eine Weile her, seitdem wir uns das letzte Mal im Düner-Riesennest getroffen haben. Wie geht's? Wie steht's? Du bist auf Zack. Das gefällt mir. Und hast du also die ganze Zeit meinen Alten bespaßt? Sehr cool, vielen Dank dafür. Ich bin bei den Dynamax-Abenteuern echt voll auf meine Kosten gekommen. Aber jetzt brauche ich auch mal ein bisschen Abwechslung und wäre voll bereit für deine Dingster-Tour, Dads. Huch, warum hat euch das auf einmal die Sprache verschlagen? Gib mir bitte einen Moment, Liebes. Ich muss nur schnell ein paar neue Legenden für dich finden. Dauert bestimmt nicht lange. Das kann nur unser Vater... Tochterabenteuer endlich losgehen. Was heißt, du musst schnell mal welche finden? Und überhaupt, schalt meinen Gang runter. Ach, natürlich, wie dem auch sei. Ich hab hier was für dich, mein Goldstück. Schau, ich hab dir ein schimmerndes Entdecker-Outfit genäht. Los, streiß doch mal eben über. Mann, bei deinem Ziel ist ja übelst Glitzeralarm angesagt. Warum hast du ein stinknormales Outfit, während ich eine goldene Disco-Kugel mit einer goldenen Disco-Kugel rumlaufen soll? Das liegt doch auf der Hand, weil du Papas Goldstück bist. Mein Ein und Alles. Und als stolzer Papa will ich, dass Leute schon aus der Ferne auffällt, wie goldig du bist. Hey Dad, echt jetzt? Das geht so weit. Ich hab's mir spontan anders überlegt. Hier, du kannst den Glitzerfummel haben. Hey, aber was hast du denn auf einmal? Ich mache mich jetzt mal wieder auf meinen eigenen Abenteuern. Die Dynamax-Pokémon warten schon. Nein, komm zurück, Mila. Warum musst du immer rebellieren? Aber ich schätze, das ist deine ganz eigene Art, mir deine Zuneigung zu zeigen, nicht wahr? Ach, tut mir echt leid, dass du dieses kleine Drama miterleben musstest, Expeditionsleiter. Ich hatte jedenfalls mächtig Spaß bei unseren gemeinsamen Abenteuern. Du kannst unsere Expeditionsbasis gern weiterhin nutzen, wenn dir danach ist. Dankeschön. Ich werde erstmal jetzt ein bisschen Zeit mit meiner Tochter verbringen. Das wollte ich dir auch raten. Mila, nein, nicht so schnell, warte auf Papa. Ja, das war die Schneelande der Krone. Eine rätselhafte Notiz, die Peony verloren hat. Darin klebt ein Foto eines leuchtenden Lochs, das sich über den Düner-Riesennest geöffnet hat.
Ja, dann würde ich sagen, danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Und wie es aussieht, geht die Geschichte noch ein bisschen weiter. Bis dann.